gefunden habt. Es ist ein bisschen anders dieses Jahr, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Und die Location ist der Wahnsinn, etwas größer, und genauso viel größer haben wir auch unsere Show geplant. Es wird bombastisch, wir haben 20 Shows und deswegen habe ich auch gesagt, das kann ich nicht alles alleine machen, ich brauche Unterstützung. Dann haben wir daher eine kleine Moderatoren-Crew zusammengestellt und möchte euch jetzt auch die erste Person davon vorstellen. Sie ist Autorin, sie ist Unternehmerin, sie ist Kreisrätin und seit 35 Jahren in München schon weltberühmt. Sie ist Kunst- und Kunstschaffende, und jetzt bitte nochmal einen Applaus für Gloria Gray. Dankeschön, Herrschaften, die Damen, die Herren, die Madeln, die Burm, dass ihr alle so zahlreich da seid. Dankeschön, Celine, für die Anmoderation. Und natürlich jetzt schon ein großes Dankeschön in erster Linie an den Veranstalter. Was für eine Nummer, sich sowas anzutun. Diese Location, so viele Menschen, so viele Helfer und Helfershelfer, ohne denen so eine Big Production überhaupt nicht möglich wäre, Herrschaften. Und das in einer Stadt wie München. Es heißt ja immer, München wäre so furchtbar konservativ und nichts los. Nicht unbedingt. Wer Avantgarde-Fan ist und Publikum, der weiß, alle Jahre spätestens wieder. Und schon seit Jahrzehnten, und ich bin der beste Beweis hier, gibt es großartige Kunst, Kultur, Künstler, Subkultur. Und das sollte bitte schön weiterhin leben, aufrecht erhalten bleiben. Ich frage mich in anderen Städten, Berlin, Paris, etc., eine Fashion Week. Ja, warum nicht in München, Damen und Herren? Warum nicht an der Isar? Allerhöchste Zeit, dass wir jetzt hier Zeichen setzen. Wir können auch Paris, wir können auch Berlin, wir können auch Milan, Gautier, Mugler. Das werdet ihr heute Abend erleben, denn internationalen Künstler hat die Avantgardista zusammengeführt. Und wir zwei, ich bin groß erfreut, im ersten Block mit dabei sein zu dürfen, Celine. Magst du noch was sagen oder soll ich schon die ersten Designer ankündigen? Kurz zum Ablauf, wir haben drei Blöcke mit Shows. Zwischen den Blöcken ist eine kurze Pause, damit ihr euch auch was zu essen oder zu trinken holen könnt. Mal kurz die Beine vertreten könnt auf Toilette, das wird immer unterschätzt. Und dann geht es mit dem nächsten Block weiter. Wir haben alles dabei, von Latex über Bondage. Wir haben normale, straßentaugliche Latex-Outfits. Wir haben bombastische Show-Outfits. Und deswegen erzählen wir euch jetzt kurz was über die Designer im ersten Block, bevor es dann auch losgeht. Sehr gerne. Große Freude. Damen und Herren, die Designer der Avantgardista im ersten Designer-Block. Da wären Florina Winks, heißt Ina Dustal, Lingen, und Lucia Venezia. Beate Lucia aus München. Ihr Motto ist einfach nur verrückt und ausgefallen. Es gibt alles. Flügel, Headpieces, Maskerade. Zwei Kostüme wurden so ganz speziell für heute Abend hier, für die Motorwelt, für die Avantgardista angefertigt. Ja, und für Karneval in Venedig sind sie auch immer fleißig am Basteln, Stylen und Designen. Und was soll ich sagen? Alles natürlich Einzelanfertigungen, alles Unikate. Nichts wird zweimal hergestellt. Since we're having so many designers from all over the world, really international designers and also international people here in the motor world, I'm going to do the English part really quick. So for the first show, we're having crazy wings and headpieces from Florina Winks and Lucia Venezia, and they made two outfits especially for this location. I bet you'll guess which ones if you see them. Yeah, right on. Der zweite Designer im ersten Showblock, Herrschaften, Benno von Stein, alias Christoph Pauli aus Stockholm am Bodensee. Er ist seines Zeichens
ein gelernter Herrenmaßschneider und hat heute quasi drei Shows zusammengestellt. Das erste Motto ist Business, Business Style, etwas straighter, etwas alltagstauglicher. Zweitens Kinky Couture mit Glitzer und Strass, ganz mein Ding. Und Zeitreisende aus Sirius, die Kühe quasi. Sein Designersherz hat sich regelrecht ausgetobt. Das Designerherz von Benno von Stein. So, die ganze Show ist quasi eine Liebeserklärung an die Szene. Heartbreaking Styles, Made for Love, sich selbst lieben, andere lieben, sich in das Outfit verlieben, Konfektion und individuelle Maßanfertigung. First time! Benno von Stein shows us some leather styles, pinky couture and time travel outfits. And his trademarks are leather designs with a lot of rhinestones. And he also does menswear, all made to measure. So you can also have a look in the showroom afterwards. Yes, my dear. Der zweite Designer, dritte Designer, Liquid Disco, right? Liquid Disco, Elena aus Liederlanden. Leuchtende Farben, eingesetzte Strasssteine, außergewöhnliches handgefärbtes Latex. War auch schon auf der Avantgardista 22. Farbe und Spaß für die Fetischwelt. Herrschaft, das Leben etwas bunter gestalten. Ja. Our first international designer is Liquid Disco from the Netherlands. They have a special collection made for this year's Avantgardista called Straw/Berry, and they call it a fetish rave collection. So a lot of colors, a lot of fun, a lot of rhinestones and basically fetish rave wear. Menschen dazu befähigen, badass and sexy zu sein. Dann gibt's Fernando aus Berlin. Ich war schon dort im Store. Großartig, die Reise, der Besuch lohnt sich. Fernando Berlin, seit 2009 hauseigene Produktion in Portugal, bitte sehr. Motto der Kollektion, this is Berlin. Die Show, Schuhe, kleidungstechnisch unterstützt mit Fashion von Berliner Designern und 8 Berliner Label plus Fernando. Fernando wünscht sich, dass es die Avantgardista auch in Berlin gibt. Ja, schauen wir mal. Und ihr Motto ist Stiefel. Stiefel, 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 Stiefel sind vielseitig. Ein breites Spektrum. Stiefel aus Leder, auf Maß, individuell. Für jeden Stiefel das passende, die passende Qualität. Ja, fetish, booth fetish people should have a look at the Fernando Berlin show. They call their show This is Berlin because they are from Berlin, obviously, and they teamed up with a lot of Berlin designers, and they do not only show their boots but also fashion from all these Berlin labels. And they do love boots and made them to measure for everyone, that's their motto. And I think we only have two other shows left. Yes, right, like Littlesin, Süddeutschland, Bodensee. Exklusive Lederharnisse für Frauen und für Männer. Motto, frech sein. Ja, sowieso, warum auch nicht. Alles auf Maß. Erstes Jahr Business, aber schon vierte Modenschau. Die sind fleißig, die sind emsig. So haben wir das gern hier. Momentchen mal, was steht hier nach? Ja, die Botschaft an die Fetischwelt. Auch dominante Männer können und sollen Harnis tragen. Yeah, next we have Littlesin. Their motto is Be Cheeky. They're from southern Germany and they say dominant men should and can wear leather harnesses too, and I think that is a nice thing to say because we should all wear what we want to wear. Yes, and always and everywhere, 24/7. So, and the last designer in der Linie im ersten Showblock is Moth Couture, correct? Celine, yeah. Yeah. Maria Enke aus München, gelernte Maßschneidermeisterin. Label ist erst 3 Jahre jung. Haha, sie sagt, Motten sind so schön und wandelbar und unterschätzt, ähnlich wie Latex. Man kann so viel noch herausholen aus Latex. Mehr Farbe, mehr Experimentelles in Sachen Latex.
the last show for Block A is Mod Couture from Germany. They are experimental, they mix latex with laces, with organza, and with a lot of color. They use latex and filigree elements together. That was the last show, and now I think we just should start with the first show. Do you remember which one was the first? Oh, yes, it was Lucia Venezia. Yeah, right? Exactly. Also dann viel Spaß im ersten Showblock mit Florina Winz und Luciana Venezia und wir sehen uns später wieder. Bühne frei, Herrschaften, viel Spaß, gute Unterhaltung und jetzt einen großen Applaus für die erste Designer. Hier den Gang, hör mal los! See you! So, das geht auch mal zurück. Wir nicht schikanieren. Ja, hier wollen Leute auch ordentlich arbeiten.